Hallo zusammen, liebe Basketballfreunde. Wir sind mittlerweile in den NBA Conference Semifinals angekommen und in diesem Video schauen wir auf die vier Begegnungen vom Samstag und Sonntag. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und bevor wir das machen, schauen wir einmal die Resultate der letzten beiden NBA-Videos an. Das war relativ erfolgreich. 23. August, vier Tipps, die im Video angesagt worden, gekommen. Und auch letzte Woche war es relativ erfolgreich. Nur Utah hat es leider vermasselt und mittlerweile nach einem 3-1-Vorsprung auch gegen die Denver Nuggets ausgeschieden. Das Ganze hochdramatisch, quasi mit dem letzten Wurf in and out von Mike Conley. Leider ist er nach draußen gegangen und damit sind die Jazz draußen, die ich ja persönlich sehr gern mag. Donovan Mitchell, einer meiner Lieblingsspieler, aber auch Jamal Murray hat eine überragende Playoff-Serie gespielt und dementsprechend sind die Nuggets jetzt sehr, sehr verdient im Halbfinale der Western Conference. Da haben sie beim ersten Spiel schon mal gegen die Clippers auf den Sack bekommen. Ganz anders hingegen die Houston Rockets, die auch im Spiel 7 weitergekommen sind und auch quasi mit dem letzten Wurf es geschafft haben, den Oklahoma nicht getroffen hat, beziehungsweise James Harden geblockt hat. Sie durften jetzt gegen das andere LA-Team spielen, gegen die Lakers, und waren im Spiel 1 auch erfolgreich, führen 1-0 in der Serie. Und dieses Spiel schauen wir uns als letztes an. Als erstes schauen wir auf Spiel 4 der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors. Was haben wir denn hier bisher erlebt? Wir haben beim letzten Spiel wieder einen Buzzerbeater. Unbedingt anschauen. Lasst mich überlegen, steht es unentschieden? Genau, 101-101. Kemba Walker hat den letzten Angriff, 20 Sekunden vor Schluss. Findet dann Daniel Theis, der dankt zum 103-104. Aber noch 0,5 Sekunden auf der Uhr und das reicht, um Nick Nurse ein tolles Play aufzeichnen zu lassen im Timeout. Kyle Lowry findet OJ Anunoby, der wirft mit 0,5 den Ball einfach weg und trifft. Und die Raptors sind wieder im Spiel, in der Serie sozusagen. Lustiges Interview danach. Was er gefühlt hat, der OJ Anunoby, als er den Wurf abgefeuert hat, und er hat gemeint, naja, ich schmeiße ja den Ball nicht auf den Korb, um nicht zu treffen, sondern um zu treffen. Und da hat er auch recht und generell bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf Spiel 4, denn Boston spielt wirklich eine überragende Serie bisher. Im Spiel 1 hatten sie den Raptors gar keine Chance gelassen. In Spiel 2, im vierten Viertel, sieht man, dass sie da den Braten noch umgedreht haben. 32-21 das vierte Viertel gewonnen und dementsprechend auch ein knappes Duell, 102-99 gewonnen. Und jetzt hier mit dem Buzzerbeater verloren. Sie führen daher noch 2-1. Die Raptors haben laut VanVleet oder generell auch von der Logik her gesagt, naja, sie waren noch nicht wirklich vorbereitet auf so ein Kaliber wie die Celtics. Kein Disrespect gegenüber Brooklyn, aber da hätten sie wahrscheinlich einen Gegner mit etwas mehr Intensivität und dagegenhalten gebrauchen können, um direkt auf 100% gegen Boston zu kommen. Das ist schon ein sehr, sehr starker Gegner, die aber auch Philadelphia 76ers als Erstrundengegner hatten, die definitiv eine andere Qualität haben. Und dann bist du vielleicht einen Schritt weiter mehr drin. Und man muss ganz ehrlich sagen, Boston hat eine überragende Mannschaft, eine tolle Teamchemie. Aber das hat Toronto auch. Und was spricht für Toronto? Die waren auch letztes Jahr 2-0 zurück, allerdings gegen Milwaukee, und haben dann noch das 2-0 gedreht. Und am Ende der Saison sind sie ja Meister geworden, wie wir wissen. Aber hier favorisieren wir schon eher Boston. Man sieht auch hier, die Buchmacher sagen, beide sind ungefähr ausgeglichen von der Quote mit einem leichten Vorteil auf die Boston Celtics. Eine Quote von 1,9, Raptors 2,0. Persönlich glaube ich schon, dass Boston hier gewinnt, denn bei Toronto, was ein bisschen fehlt, um vielleicht noch ins Finale zu kommen, ist ein Pascal Siakam in Höchstform. Den sehen wir in der Bubble leider nicht auf dem Niveau der Regular Season. Und ob das jetzt mit der Bewegung in den USA zu tun hat oder mit der Bubble oder an Siakam oder einfach Form, das ist ja völlig egal. Aber es ist Fakt, dass Siakam nicht die
Saison spielt, die ihn jetzt bisher eigentlich auf das nächste Level hochgehoben hat. Oder aber er zeigt es einfach nicht so in den Playoffs. Die Line bei diesen Quoten natürlich auch eher bei plus 1 auf Toronto und minus 1 auf die Celtics. Da braucht man im Prinzip jetzt nicht draufsetzen. Also ich glaube nicht, dass wir hier wieder ein Ein-Punkt-Spiel sehen. Und von den Scores her erleben wir bei allen Spielen eigentlich Defensive. Selbst bei den Houston Rockets fallen keine 220 Punkte mehr und das gegen Oklahoma in der ersten Runde. Und auch gegen die Lakers haben sie unter 100 Punkte kassiert von LeBron James. Hier die Line ungefähr bei 215. Tendenziell geht es eher runter, weil die Mannschaften haben sich ja jetzt noch mehr auf sich eingestellt und die Defensivtaktiken bestimmt noch verfeinert. Also von daher glaube ich hier ein punktarmes Spiel, aber keine Wette. Und hier würde ich aber auf Boston Sieg spielen. Die sind einfach zu stark, die haben überragenden Jason Tatum, die haben einen sehr, sehr starken Kemba Walker und sie haben Marcus Smart und Jaylen Brown jederzeit heiß laufen können. Smart hat, glaube ich, das Spiel 2 im Prinzip gewonnen. Spiel 3 hat er sie auch zum Sieg fast gebracht. Von daher, das fehlt den Raptors ein bisschen. Trotzdem richtig, richtig geile Playoff-Serie. Und wir gehen weiter zu Spiel Nummer 2. Das ist die wahrscheinlich unausgeglichenste Serie. Die Clippers, die mit den Dallas Mavericks zum Ausscheiden, haben wir mal hier das Shirt angezogen, einen sehr, sehr starken Erstrundengegner hatten. Bisschen Glück gehabt hatten die Clippers, weil Porzingis sich verletzt hat und Doncic auch letztendlich angeschlagen gespielt hat. Aber trotzdem sind sie verdient weitergekommen und jetzt hier im Spiel 1. Das darf man nicht überbewerten, denn die Nuggets sind von der 7-Spiele-Serie gerade erst gekommen, hatten eigentlich nur ein oder zwei Nächte Pause und die Clippers waren ausgeruht. Und sie haben halt einfach Leonard und George, die ausgeruht natürlich nochmal umso stärker sind. Ja, was soll man hierzu sagen? Wir schauen uns hier mal die Lines an. Ich glaube, also dass Denver plus 10 sicherlich nicht verkehrt ist, aber auch hier werde ich eher Abstand halten, keine Wette auf dieses Spiel, denn ich glaube, dass die Clippers gewinnen, aber mit einer Quote von 1-2, 1-3 werden wir hier keine Tipps abgeben. Das ist irgendwie unsinnig. Wir schauen immer, dass unsere Tipps mindestens bei einer Quote von 1,6, 1,7 oder höher sind. Das Over-Under von 221 Punkten kann man sich überlegen, aber auch hier würde ich nicht auf Gesamtpunktzahl gehen. Wir schauen weiter zum jetzt dritten Spiel und das sind die Miami Heat gegen die Milwaukee Bucks. Man sieht hier fünfmal grün. Die letzten fünf Spiele hat Miami also gewonnen und sie spielen eine überragende Playoff-Serie. Gestern oder heute Nacht, gerade eben eigentlich, habe ich das Spiel gesehen und ich mache mir Sorgen um Milwaukee. Also es gibt ja schon diverse Gerüchte, dass wenn Antetokounmpo vielleicht merkt, mit Milwaukee kann er keine Titel holen, dann ist Miami oder Toronto die zwei Top-Destinationen für ihn. Jetzt spielt er gegen die Heat und die nehmen jetzt Milwaukee richtig auseinander. Antetokounmpo passt zu den Bucks. Das ist eine richtig coole Franchise geworden. War sie früher natürlich auch schon, aber jetzt mit Giannis als Face of the Franchise gefallen die mir richtig gut. Aber was ihnen definitiv fehlt, ist so ein guter Point Guard. Also Eric Bledsoe ist sicherlich kein schlechter, aber die brauchen eher einen Point Guard, der auf dem Niveau vielleicht von einem Goran Dragic sogar ist, Kyle Lowry. Ja, gut, was wollen wir jetzt sonst noch sagen? Also, ich glaube, daran scheitert so ein bisschen. Chris Middleton spielt keine schlechte Serie, aber die Miami Heat sind ein unglaublich tiefes Team und das sehen wir in jedem Spiel. Und sie haben einen klaren Führungsspieler mit Jimmy Butler, der dafür wirklich sorgt, dass wir eine Top-Defense bei den Heat sehen.
und eine ausgeglichene Scoring-Last, Butler, Bam Adebayo, Goran Dragic, dann haben wir Chris Nunn, wir haben Tyler Hero, wir haben Olenek, der zwar jetzt verletzt gewesen ist, aber auch da nochmal richtig, richtig gut reinpasst, Richardson, geiler Dreierschütze. Das ist ein richtig, richtiges Team und damit haben die Bucks Probleme. Zudem schauen wir uns nochmal das letzte Spiel an von heute Nacht. Das letzte Viertel haben die Heat 40 zu 13 gewonnen. Antetokounmpo sieht noch dazu leider aus, als wäre er verletzt. Im Interview danach hat er zwar gesagt, es liegt einfach daran, Miami spielt viel härter als wir spielen nicht hart genug, nur zwei Viertel, nur drei Viertel. Aber ich glaube trotzdem, dass er verletzt ist. Der Kommentator, weiß nicht, wer es war, bei NBA TV auf jeden Fall, hat auch gemeint, er glaubt schon, dass Antetokounmpo stärker beeinträchtigt ist, als er selber zugibt. Weil warum sollte er sonst so viele Dreier schießen? Warum sollte er sonst nur 36 Minuten spielen in so einem wichtigen Spiel? Die Milwaukee Bucks liegen 2-0 hinten. Sie müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen und Antetokounmpo spielt nur, in Anführungsstrichen, 36 Minuten. Spiel 2, auch mit einer Art Buzzerbeater entschieden worden, 116 zu 114. Man weiß nicht, ob es ein wirkliches Foul ist, eher nicht, also auf jeden Fall eine 50-50 Chance. Beim Buzzerbeater-Versuch hat Butler keine Möglichkeit bekommen zu landen und dann, wenn der Spieler, der andere, ihm quasi nicht diesen Landeplatz gibt, ist das automatisch zwei Freiwürfe und die hat er eiskalt verwandelt. Auf der anderen Seite hätte auch nur einer gereicht. Also, ich glaube nicht, dass wir die Bucks hier mit einem 4-0 sehen, dass sie ausscheiden werden mit 0-4. Von daher ist mein Tipp hier auf Antetokounmpo, dass der nochmal ein richtiges Spiel reinhaut, egal ob verletzt oder nicht, der wird auf die Zähne beißen. Und ich glaube, dass die Heat tatsächlich weiterkommen, aber dieses Spiel gewinnt Milwaukee. Tipp Nummer 2 also, nach reinen Sieg Boston Celtics, jetzt reiner Sieg Milwaukee Bucks. Und auf die Gesamtpunktzahl werden wir nicht eingehen, einfach aus dem Grund, die Line ist ein bisschen zu hoch. Und wir haben bei jedem Spiel bisher gesehen, dass es ein, zwei Viertel gibt, wo eine andere Mannschaft so unglaublich stark in der Defensive ist, dass auf einmal keine Punkte mehr passieren. Im letzten Viertel, wie gesagt, hatten die Heat die Bucks 40 zu 13 aus der Halle geschossen. Spiel Nummer 4, die LA Lakers gegen die Houston Rockets. Nach einer 7-Spiele-Serie gegen die Oklahoma City Thunder geht es jetzt also gegen LA, die Spiel 1 gegen Portland verloren haben, aber dann doch relativ easy gewonnen haben. Und jetzt spielen sie gegen eine Mannschaft, wo der größte Spieler quasi zwei Köpfe kleiner ist als ein Anthony Davis oder auch ein Jamal McGee. Ist eine interessante Taktik, die Houston ja schon seit dieser ganzen Saison fährt. Aber schön anzusehen ist es nicht. Trotzdem umso spannender, dass die Jungs jetzt tatsächlich Defense spielen. Also wirklich gute Defense. Und bei den Lakers fehlt neben James und Anthony Davis irgendwie gerade das Konzept. Also wenn die beiden nicht auf dem Feld sind oder nur einer auf dem Feld ist. Es fehlt so ein bisschen die Scoring-Option Nummer 3. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die Lakers jetzt zwei Spiele in Folge haben, verlieren werden. Ich denke, dass Spiel 1 ist eher dem geschuldet, dass LA zu viel Zeit hatte. Houston als Underdog sofort drin war und unbedingt dieses Spiel 1 gewinnen wollte, weil sie auch wissen, sie sind nicht ausgeruht, sie müssen vielleicht auch diesen, in Anführungsstrichen, Vorteil, dass sie jetzt gerade unter Strom stehen, nutzen. Das haben sie gut gemacht. Ich würde es James Harden, den ich ja persönlich wirklich mag, gönnen, dass er hier ins Finale einziehen kann, aber im Spiel 2 denke ich eher, dass wir einen Sieg der Lakers sehen werden. Und jetzt schauen wir uns auch mal hier die Line an, ob es da Sinn macht. Minus 5, minus 6 auf LA. Da würde ich tatsächlich eher zu tendieren auf Rockets plus 6. Und jetzt schauen wir mal die Gesamtscore an. Hier auch die Line bei 225. Hier werden wir keine Wette
Spiel. Das heißt, für heutiges Video machen wir nur zwei Wetten. Auf die Celtics, auf die Raptors, Entschuldigung, auf die Celtics und auf die Bucks. Jeweils eine 1-9er bzw. 2er Quote. Und dann freuen wir uns doch auf vier schöne Conference Finals, in dem, glaube ich, bis auf Clippers gegen Nuggets alles noch drin ist. Und vielleicht erleben wir auch, dass die Milwaukee Bucks noch ein 3-0 aufholen. Ist übrigens das erste Mal in der NBA-Geschichte, dass der Tabellenvierte gegen den Tabellenersten 3-0 führt. Dementsprechend könnte es doch auch das erste Mal werden, dass vielleicht der Tabellenerste gegen einen Tabellenvierten noch ein 3-0 aufholt. Von daher, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, tolle NBA-Spiele, falls ihr die Spiele verfolgt, und ich hoffe, ihr lasst einen Like da und wir sehen uns dann wieder nächsten Sonntag hier zum nächsten NBA-Video, und da haben wir dann wahrscheinlich schon die ersten Conference Finals Finalisten. Bis dann! Oddspedia, the Sports Betting Community.